Die Stufen des Organischen und der Mensch. Ja, philosophische Anthropologie, das ist die Wissenschaft vom Wesen des Menschen. Was ist der Mensch? Das ist die zentrale Frage. Nachdem wir zuletzt über philosophische Anthropologie im Allgemeinen gesprochen haben, am Beispiel der Einführung von Gerald Hartung zur philosophischen Anthropologie, Einführung / Übersicht / Ausblick, und dann über Max Scheler's Die Stellung des Menschen im Kosmos als eines der grundlegenden Werke der philosophischen Anthropologie, geht es jetzt um Helmut Plessners Die Stufen des Organischen und der Mensch. Dieser Schinken ist das. Es handelt sich hierbei um das Hauptwerk von Helmut Plessner, mit dem er lange im Schatten von Max Scheler stand. Es wurde sogar vermutet, dass Die Stufen des Organischen und der Mensch von Helmut Plessner eigentlich ein Vermächtnis von Max Scheler sei. Der ist 1928, also im Veröffentlichungsjahr seiner letzten Schrift, verstorben und kam nicht mehr dazu, die Ideen zu seiner philosophischen Anthropologie weiter auszubauen. Aber im Vorwort zur zweiten Auflage von Die Stufen des Organischen und der Mensch stellt Helmut Plessner klar, dass dem nicht so sei. Im Gegenteil, Plessner versuche in seinem Hauptwerk etwas zu tun, was Max Scheler regelrecht verachtete, die Stufung der organischen Welt unter einem Gesichtspunkt zu begreifen. Anders als Max Scheler, der ja ein dualistisches Weltbild entfaltete, aber dazu gleich mehr, wenn es um die Unterschiede zwischen Plessner und Scheler bzw. Arnold Gehlen geht, dem anderen Hauptvertreter der philosophischen Anthropologie. Zunächst wäre mal wichtig zu wissen, die 1920er Jahre, welchem Zeitgeist ist dieses philosophische Denken überhaupt entsprungen? Da kann man wieder am besten auf Max Scheler zurückgreifen. Er schreibt, dass zu seiner Zeit drei miteinander unvereinbare Menschenbilder herrschten oder drei miteinander unvereinbare Ideenkreise. Da gab es zum einen die jüdisch-christliche Idee vom Menschen als Ebenbild Gottes, dann die griechisch-philosophische Idee vom Menschen als Animal Rationale, als Tier, dem Vernunft innewohnt, und neuerdings sozusagen die naturwissenschaftliche Konzeption vom Menschen als eine Spezies, die aus einer Reihe von Lebewesen hervorgegangen ist, durch einen Prozess aus Mutation und Selektion. Dieser letzte Punkt betrifft natürlich die Evolutionstheorie von Charles Darwin und die ist nicht zu unterschätzen. Sie hat in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert das Bewusstsein des Menschen von sich selbst grundlegend erschüttert. Denn wie soll man dem Menschen noch eine Sonderstellung zuschreiben, die ihn über alle anderen Lebewesen erhebt, wenn er aus einer natürlichen Kette aus eben diesen Lebewesen hervorgegangen sein soll. Noch nie zuvor, so formuliert es Max Scheler, sei sich der Mensch so problematisch geworden wie in der Gegenwart. Und deswegen unternimmt er den Versuch, die philosophische Anthropologie neu zu begründen. Das gleiche versucht Helmut Plessner. Worin liegt nun der große Unterschied zwischen diesen beiden und auch Arnold Gehlen, der 1940 ebenfalls eine wichtige philosophisch-anthropologische Schrift herausbrachte? Max Scheler schreibt dem Menschen unter Berücksichtigung von der Evolutionstheorie von Darwin und auch diversen Affenexperimenten trotzdem eine Sonderstellung zu über alle anderen Lebensformen. Und zwar, weil er Teil hat an der Sphäre des Geistes oder er hat Zugang zu der Sphäre des Geistes. Das ist eine überräumliche und überzeitliche Sphäre, die Max Scheler da beschreibt. Dieses Modell muss man als näherhin metaphysisch bezeichnen, auch wenn Max Scheler das vielleicht nicht so sagen würde. Aber seine philosophische Anthropologie wird eben wegen diesem Aspekt, er hat alle anderen Lebensformen auf der einen Seite und den Menschen als teilhabend an der Sphäre des Geistes auf der anderen Seite, aufgrund dieser Zweiteilung wird seine Philosophie als dualistisch betrachtet. Das ist bei Plessner zum Beispiel nicht so. Darin unterscheiden sich hauptsächlich Plessner und Scheler voneinander. Später kam dann 1940 Arnold Gehlen mit einer Schrift um die Ecke, die den Menschen als Mängelwesen bezeichnet. Wenn man sich den Menschen so anguckt von oben nach unten, dann hat er kein Fell, keine Fangzähne, keine Klauen, kann nicht wahnsinnig schnell laufen, ist von Mängeln geprägt, aufgrund derer er eigentlich längst ausgestorben sein sollte oder ausgerottet von irgendwelchen anderen Raubtieren. Dass es nicht so gekommen ist, darin sieht Arnold Gehlen einen Grund für die teleologische Struktur, die der Natur zugrunde liegt. Dass es ein höheres Ziel gibt, auf das die Natur hinstrebt. Insbesondere im Bewusstsein sieht Arnold Gehlen einen Beweis für die besondere Technik des Menschen, sich im Dasein zu halten.
Sich im Dasein zu erhalten, das gelingt dem Menschen, indem er die Natur umarbeitet in eine zweite Natur, eine Kultur, wie sie uns komplett umgibt. Wenn man sich jetzt dieses Bild hier anschaut, ist quasi nichts mehr Natur im eigentlichen Sinne, außer das kleine Gestrüpp da hinten vielleicht und eben meine Fresse. Auch Helmut Plessner sieht die Kultur als Kompensation eines Mangels an. Allerdings redet er nicht von einem Mangel in unserer körperlichen Ausstattung, sondern von einem Mangel an Unmittelbarkeit. Dazu gleich mehr, wenn es um die drei Grundgesetze der philosophischen Anthropologie von Helmut Plessner geht. Helmut Plessners Hauptwerk liegen drei Strukturmerkmale zugrunde, die seine philosophische Anthropologie auszeichnen. Strukturmerkmal 1 ist die Standpunktrelativität, also die Reflexion des historisch bedingten eigenen Standpunkts zur Vermeidung von einer Gleichsetzung eines normativ geprägten Menschenbildes mit dem Menschen an sich. Zweites Strukturmerkmal ist keine Metaphysik. Helmut Plessner ist der Ansicht, dass religiöse oder herkömmlich philosophische Prämissen zur Erklärung des Wesens des Menschen ausgedient haben. Und das dritte Strukturmerkmal ist eine dynamische Tiefenstruktur. Es ist Helmut Plessners Anspruch, die Conditio Humana, also die Lebensbedingungen des Menschen im Allgemeinen, in all seiner historischen und kulturellen Spannbreite darzustellen. Ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Vorweg eine amüsante Beobachtung wieder aus dem Vorwort oder der Vorrede von Helmut Plessner, der darauf hinweist, dass er einige seiner Gedankengänge unter anderem bei Sartre und Merleau-Ponty wiederfindet und diesen beiden Philosophen deswegen unterstellt, dass sie die Stufen vielleicht gekannt haben könnten. Aber das Gleiche, so schreibt Plessner in aller Bescheidenheit, ist mir auch bei Hegel passiert. Auf den ich mich hätte berufen müssen, wären mir damals die entsprechenden Stellen bekannt gewesen. Konvergenzen beruhen nicht immer auf Einfluss. Es wird in der Welt mehr gedacht, als man denkt. Aha. Ein wichtiger Begriff in die Stufen des Organischen und der Mensch ist der des Lebens. Es geht dem Anthropologen darum, den Unterschied zwischen belebten Organismen und unbelebten Objekten klar darzustellen, um die verschiedenen Lebensformen dann in Stufen zu ordnen, von den Pflanzen über die Tiere hin zum Menschen. Nun gibt es viele verschiedene Definitionen von Leben. Einige davon gibt Helmut Plessner in seinem Werk auch wieder. Er selbst aber macht das Leben an einem, wie er findet, fundamentalen Merkmal fest. Und das ist das Merkmal der Positionalität, also Selbstgrenzsetzung. Was ist mit dem Begriff der Grenze gemeint? Das ist ein weiterer wichtiger Begriff bei Helmut Plessner. Es gibt verschiedene Arten von Positionalität, die aber alle nur lebenden Organismen zukommen. Eine Grenze wiederum haben sowohl lebende Organismen als auch unbelebte Objekte. Der Unterschied besteht darin, welches Verhältnis die Objekte bzw. Organismen zu ihrer Grenze unterhalten bzw. ob sie überhaupt eines haben. Das, sagt Plessner, ist bei unbelebten Objekten nämlich nicht der Fall. Sie haben kein Verhältnis zu ihrer Grenze. Unbelebte Objekte sind nur, soweit sie reichen. Ihre Außengrenze reicht in den Raum rein und mehr ist nicht. Belebte Organismen hingegen haben ein Verhältnis zu ihrer Grenze. Plessner meint, dass ein belebter Organismus nicht nur eine Grenze hat, eine Außengrenze, so wie ich Haut habe, die mich von dem Medium um mich herum abgrenzt, sondern dass ein Organismus diese Grenze selbst auch ist. Das macht auch irgendwie Sinn. Ich bin auch meine Haut. Ich bin selbst meine äußere Grenze. Helmut Plessner betrachtet aber die Außengrenze von belebten Organismen nicht nur als eine Raumgrenze, die in den Raum hineinreicht, als Kontur zu sehen ist sozusagen, sondern auch als eine Aspektgrenze, als Umschlagsort zweier gegensätzlicher, nicht ineinander überführbarer Richtungen. Wie ist das nun gemeint? Dazu kommen wir zum nächsten Begriff, dem Begriff der Positionalität. Laut Plessner sind Lebewesen Körperdinge, die in einem sogenannten Doppelaspekt stehen. Mit dem Doppelaspekt meint Plessner eben jene beiden Richtungen, die gegensätzlich und nicht ineinander überführbar sind. Es geht einmal um die Richtung nach innen hin zum substanziellen Kern eines Organismus, eines Lebewesen, und einmal die Richtung nach außen hin zur eigenschaftstragenden Außengrenze des Organismus. Dieses immer gleichzeitig nach außen und nach innen hin gerichtete Sein eines Lebewesen macht seinen positionalen Charakter aus. Kurz zusammengefasst, Helmut Plessner macht also alles Lebendige an dem Merkmal der Positionalität fest und es gibt verschiedene Arten dieser Positionalität. Kommen wir damit zu den Stufen des Organischen.
und den jeweiligen Arten der Positionalität, die Plessner ihnen zuschreibt. Auf der untersten Stufe stehen die Pflanzen. Ihnen kommt im Plessnerschen Modell die offene Positionalität zu. Pflanzen sind azentrisch. Das heißt, sie sind unmittelbar und funktional in ihre Umgebung eingepasst. Sie verfügen über keine Zentralorgane, von denen etwaige Bewegungsimpulse ausgehen könnten. Den Tieren wiederum kommt eine geschlossene Positionalität zu. Tiere sind selbstständig gegenüber ihrer Umwelt, sie sind nicht an einen festen Ort gebunden. Vielmehr verfügen Tiere über spezialisierte innere und äußere Organe. Auf sensorische Reize aus der Merkwelt können sie mit motorischen Reaktionen aus der Wirkwelt reagieren. Man kann eine weitere Unterscheidung vornehmen. Bei dezentralistischen Tieren, das sind zum Beispiel Seeigel, da findet die Umweltrepräsentation nicht über ein bestimmtes Organ statt, sondern über viele Organe. Bei zentralistisch aufgebauten Tieren, das sind zum Beispiel Hunde oder Affen oder alle höheren Säugetiere, die haben ein zentrales Nervensystem als einheitliche Wahrnehmungs- und Steuerungszentrale. Und damit kommen wir zu den Menschen. Die Menschen zeichnen sich durch exzentrische Positionalität aus. Das heißt, sie stehen nicht nur im Mittelpunkt ihres erlebten Umfeldes, sondern auch außerhalb dieses und jedes Zentrums. Der Mensch hat die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Er kann auf sich selbst Bezug nehmen und zu sich selbst Distanz herstellen. Diese Eigenschaft der exzentrischen Positionalität eröffnet den Menschen drei Welten. Das sind die Außenwelt, die Innenwelt und die Mitwelt. Die Außenwelt. Durch einen Perspektivwechsel externalisiert der Mensch die räumlichen und zeitlichen Eindrücke einer tierischen Innensicht sozusagen in ein neutrales Koordinatensystem. Damit geht auch eine Vergegenständlichung des eigenen Körpers einher. Bei der Innenwelt ist es genau umgekehrt. Durch eine Vergegenständlichung seines Seelenlebens nimmt der Mensch auf seine Innenwelt Bezug. Bei der Mitwelt geht es um die wechselseitige Perspektivenübernahme. Das ist die Fähigkeit, sich selbst durch die Augen eines Mitmenschen zu sehen oder sich von anderen ein Bild zu machen und umgekehrt. Aus seiner Philosophie leitet Helmut Plessner in die Stufen des Organischen und der Mensch drei anthropologische Grundgesetze ab. Keine Philosophie ohne Gesetze. Die drei anthropologischen Grundgesetze. Das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit, das Gesetz der vermittelten Unmittelbarkeit und das Gesetz des utopischen Standorts. 1. Das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit. Dabei geht es darum, was Arnold Gehlen später auch unter dem Begriff des Mängelwesen des Menschen fasst. Dem Menschen mangelt es an naturgegebenen Instinkten oder besonderen Schutzmechanismen und er kompensiert diese Mängel, indem er sich eine zweite Natur erschafft oder eben eine natürliche Künstlichkeit. Er kompensiert etwaige körperliche oder natürliche Mängel, indem er kulturelle Gebilde kreiert, zum Beispiel Werkzeuge, aber auch Werte oder Tugenden. 2. Das Gesetz der vermittelten Unmittelbarkeit. Alle sinnlich gegebenen Phänomene und Gegenstände sind dem Menschen nur durch das Medium seines Bewusstseins zugänglich. Das hat eine notwendige Dynamik der Kultur zur Folge. Und zwar muss jede Generation von Menschenkindern auf ein neues, kulturelle Schöpfung hervorbringen, um sich selbst einen Zugang zur Welt zu verschaffen. Damit einhergeht, dass tradierte Ausdrucksformen auf Dauer überflüssig werden. 3. Das Gesetz des utopischen Standorts. Als Betrachterin der drei Welten befindet sich ein Menschenwesen mit seinem eigenen Ich immer im Nirgendwo, denn die Außenwelt, die Innenwelt und die Mitwelt, die bieten keinen Halt. Orientierung und so, dafür braucht es wiederum Religion und Transzendenz. In der Konsequenz haben wir also eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite Religion und dergleichen, die nach Beharrung und Stabilität verlangen. Und auf der anderen Seite Kultur, die immer wieder neu geschaffen werden will und Veränderung braucht. Zu guter Letzt ein kleines Fazit zu die Stufen des Organischen und der Mensch. Hinter seinem eigenen Anspruch, eine transkulturell gültige Anthropologie zu schaffen, da bleibt Helmut Plessner vielleicht zurück. Sein Menschenbild wirkt eher wie das von überreflektierten Großstadtmenschen als das eines durchschnittlichen Exemplars der Spezies Homo sapiens. Aber ich spreche hier jetzt mal für all diese überreflektierten Großstadtmenschen, die sich sehr gerne zum Beispiel im Internet als der digitalen Bühle ihrer zweiten Natur herumtreiben. Für uns ist die philosophische Anthropologie von Helmut Plessner durchaus noch lesenswert und bereichernd, denke ich. Aber vielleicht muss man die Stufen des Organischen und der Mensch nicht im Original lesen. Das ist ein sehr wuchtiges, etwas schwer zugängliches Werk. Ich fand es arg kompliziert, aber das soll nichts heißen. Auf der niedrigsten Stufe des Bewusstseins, der Sphäre der dezentralistisch organisierten Tiere, herrschte die Form der komplex qualitativ geordneten Anschauung, die keine Möglichkeit bietet, ihre sensorischen Melodien oder Konfigurationen überhaupt der Alternative einzelnes Allgemeines zu unterwerfen.
Hey, Fun Fact, kaum ein Satz in diesem Buch ist weniger als 5 Zeilen lang. Es gibt viele gute Metabeschreibungen von Helmut Plessners philosophischer Anthropologie, unter anderem von Volker Schürmann, einem Plessner-Experten, der auch in dem Buch Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert zu Wort kommt. Plessner erfährt ja momentan so eine Art Renaissance und Volker Schürmann sieht ein besonderes Merkmal von Plessners philosophischer Anthropologie in dessen Reflexivität. Das heißt, wie Plessner seine eigene Philosophie reflektiert und als eine mögliche Sichtweise und nicht die eine Sichtweise hinstellt. Als aktuelles Beispiel für eine solch bescheidene Grundhaltung, wie sie Plessner an den Tag legt, nennt Volker Schürmann das Konzept der situierten Ontologie von Jutta Weber in Anlehnung an Donna Haraway. Aber um diese spannende Storytellerin soll es vielleicht ein andermal gehen. An dieser Stelle sage ich vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Eine genauere Beschreibung mit mehr Details, Textauszügen und Beobachtungen findet ihr in schriftlicher Form auf dem Blog vom Bleiben. Ansonsten lasst ein Däumchen da, je nachdem, wie euch der Spaß hier gefallen hat, oder gebt mir konstruktive Kritik immer gerne dahin. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal sprechen wir dann wieder über lustige Filme. Weil das ist ja langweilig hier.